Gemeinde, also die Gemeindevertretung, also ich und die Bediensteten da im Flugblatt vorbereiten, wo quasi eine Skizze oben ist, die Kostenschätzung kurz erklärt wird, was wird es dann wirklich im Jahr 2021 ca. kosten und die Fragestellung vorbereitet, dann würden wir dieses Flugblatt an alle Fraktionsführer ausschicken, die würden das in ihrer Fraktion abstimmen. Wenn die Fragestellung so passt, dann würde ich die Rückantworten abwarten, einarbeiten und würde es nochmal ausschicken mit der endgültigen Version. Und wenn ich dann von allen vier Fraktionen ein Okay habe, dann würde ich es so an die Bevölkerung verteilen. Jetzt aber noch eine Frage, wo ist da jetzt so sein, dann lassen wir es ein. Ist dabei, ja. Für beide oder für andere? War dabei. Flutlicht 80.000, das ist für beide. Trainingsplatz. Also, das steht beim Trainingsplatz, warte mal. Trainingsplatz steht Flutlicht und steht. Okay, mein, der ist von jetzt noch auf der Seite. Ich werde es hinterfragen bis zur Flugplanerstellung. Wir werden es nochmal ausschicken, aber wenn es dazu Fragen gibt, können wir eigentlich. Ja, es ist schon so, weil. Wäre das nicht ein Thema für den Informationsausschuss, dieses zu machen? Ja, das ist eine Idee. Wenn ihr das wollt, dann hängt ihr auch, oder? Einmal wird dann ausgenutzt. Ja, der steht, wenn ihr wollt, dann kann auch der Informationsausschuss nicht behandeln. Oder der Sportausschuss. Aber ich würde vorschlagen, machen wir es über den kurzen Weg der Fraktionsführer. Ja. Ist das für alle okay? Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass es keine Befragung oder so braucht für das Ding. Ja, wir vergeben uns damit. Wir sind ja nicht prinzipiell gegen das Projekt, nein. Ja. Prinzipiell nicht. Nein, das wäre mein Essen. Haben Sie die Pläne schon gesehen? Ich glaube auch nicht, dass das die Preise ganz passen. Muss ich sagen. Ich muss mich auf die Kostenschätzung. Man hat ja natürlich auch schon ein bisschen. Ja, aber fest, lange passt die nicht auf die 5,2. Wie viel glaubst du, dass es wird? Ich glaube, es wird nur einmal gut zukommen. Du musst ja die Grundstücke auch dazu rechnen. Die Grundstücke haben wir ja zum Teil schon gekauft. Die Grundstücke kommen auch dazu. Aber halt der Gesamtsumme. Die Gesamtsumme muss die Grundstücke dazu rechnen. Da habe ich bis jetzt eine gute Vereinbarung zu natürlich nicht ganz landwirtschaftlichen Preisen, aber die beschließen wir im Einzelfall da. Und ich hoffe natürlich, dass wir bis zum Jahr 2021 die Grundstücke aus den normalen budgetären Mitteln bestreiten können. Deshalb natürlich die reinen Baukosten. Wie gesagt, wir arbeiten ja insgesamt sehr gut alle gemeinsam da. Aber wir haben die Einnahmesituation. Nur die Herstellungskosten. Dann brauche natürlich von der Gesamtkostenschätzung, sagen wir jetzt einmal so, die Grundstückskosten. Dann werde ich das im Flugblattentwurf, den ihr kriegt, noch einmal aufschlüsseln und werde die Grundstückskosten auch dazu. Können wir extra aufschlüsseln, das kann man sein. Ja, okay. Aber man hat halt eine Summe. Werden wir vorbereiten. Ungefähr. Bauabschnitt. 1, 2, 3. Plus Grundstückskosten. Schon bezahlte, noch zu bezahlende. Die Frage ist, warum sollen Kosten dabei sein? Warum sollen die Kosten dabei stehen? Welche Kosten? Der Sportplatz. Ja, das ist die Frage, das weiß ich nicht. Das ist natürlich jetzt, das Hauptanliegen ist von. Ja, schon, aber die Kosten sind variabel. Je länger das dauert, desto teurer wird es werden. Oder desto billiger wird es werden. Das ist klar. Das heißt, aber das sind Momentaufnahmen, die nichts über tatsächliche Kosten aussagen. Ja, billiger wird es nicht, das wissen wir nicht. Ja, wer weiß das? Vielleicht gibt es einen Krösus, ne? Der. Ich spiele jede Woche mit Räuber lauter, dass ich den Sportplatz selber zahlen kann, aber ich kann das. Möchtest du das Stefan Helmerich Stadion haben? Wenn ihr einen Euro Millionen in der Textbox macht, dann soll ich. Ja, gut, also nein, müsste nicht reichen, die Umsatzinformation, da so könnte es ausschauen. So könnte es ausschauen und es ist mit. Ich würde die Kosten nicht detailliert aufführen am Flugplatz, sondern ich würde sagen, wir gehen von einer Gesamtsumme aus. Detailliert brauchen wir es natürlich nicht, aber wenn man sagt, Gesamtsumme ich unterbreche. Ja. Aber wenn ich sage, was weiß ich, Grundstückskosten, so und so viel, geschätzte Herstellungskosten, der Bauabschnitt, so und so viel,
Ich würde die Grundstückskosten gar nicht reinnehmen, und zwar aus dem Grund, dass du dann wahrscheinlich Bedürfnisse wächst bei Leuten, die eventuell wieder was an die Gemeinde verkaufen. Ja, aber jetzt gehört so die Kosten dazu, was das Spaß sein. Ich würde nur Gesamtkosten. Oder wir schreiben Gesamtkosten. Ja, genau. Also ich bitte darum, dass wir uns das Thema heute geeinigen, es wird sich dann ungefähr. Ja, also sagen, Gesamtkosten geschätzt mit, was weiß ich. Yes. Ich meine, das Ganze kommt eh sowieso an die Öffentlichkeit, dass es da ein Video drüber gibt. Ich werde sagen 6 Millionen. Wir werden 6 Millionen aufs Flugblatt schreiben und ich werde dann nur ergänzen, erwartete Einnahmen aus dem Verkauf des jetzigen Sportplatz, Fördersumme, dass man ungefähr weiß, von den 6 Millionen bleiben 3 Millionen tatsächlicher Finanzierungsbedarf für die Gemeinde übrig. Das ja, was mir wichtig ist, ist halt, dass in dem Flugblatt auch steht, warum das notwendig ist. Das werden wir dezidiert herausarbeiten, dass man oben nicht spülen darf. Ja, das ist klar. Weil ihr kriegt das alle Fraktionsführer nochmal und ihr kriegt es dann auch noch Zeit oder so zum Rückmelden und dann werde ich es nochmal ausschicken, wenn ich alle Änderungsvorschläge eingearbeitet habe. Ist das eine Vorgehensweise, mit der ihr einverstanden seid? Darf ich nur fragen, passt nicht, wenn ein Budget oder so irgendwas mit Geld zu tun hat, dass das nicht öffentlich sein darf? Da wäre was bestimmt. Ja. Das ist schon beschlossen. Aber das ist halt auch genau das, was ihr nicht wollt. Also das, was ihr wollt. Ja, Ich stelle den Antrag, dass die von seitens der Gemeindeverwaltung ein Flugblatt gestaltet wird. Sportzentrum, ja, nein. Ja, ich muss aber informieren, warum das nicht ist. Okay, ich probiere es damit zu fassen. Ich probiere es in einem Antrag zusammen. Wenn man verschwinden darf und nicht das ausweichen werden muss, man muss kirchen und keine Ahnung. So wie alles umstellt. Warum spüren die Kosten der Rolle zu stehen? Das ist das Hauptproblem. Du kannst das bitte in deiner. Naja, aber du sagst, ich brauche ein Sportzentrum. Ja, weil. Oder die Gemeinde braucht ein Sportzentrum. Was erwartet man dann, wenn ich die Kosten aufschlüssel und das an die Bevölkerung weitergibt, dass ich dann sage, 6 Millionen. Die Argumentation also war das. Darf ich kurz aus der letzten Gemeinde hat sich schon zitiert, warum die FPÖ den Antrag gestellt hat, die FPÖ hat den Antrag gestellt, weil sie gesagt hat, dass sie von verschiedenen Teilen der Bevölkerung angesprochen worden ist, dass sie glaubt, dass Personen im Ort da sind, die glauben, dass wir uns mit so einer großen Investition bei der angespannten Finanzlage übernehmen würden. Und das war der Grund für diesen Antrag das letzte Mal. Wir haben das letzte Mal dann wegverhandelt, diese Volksbefragung, die die FPÖ den haben, darauf hat die FPÖ verzichtet. Und wir haben uns geeinigt, dass wir ein Flugblatt machen. Und jetzt würde mein Antrag folgendermaßen lauten, ich stelle den Antrag, dass die Gemeindeverwaltung mit mir gemeinsam ein Flugblatt erstellt. In diesem, jetzt kann ich nicht sehen, ein Flugblatt erstellt, in dem einerseits eine grobe Projektbeschreibung mit einem Plan, eine Grobdarstellung der Kosten inklusive der zu lukrierenden Gelder für den alten Sportplatz, einer Darstellung, warum der alte Sportplatz nicht weiter bespielbar ist, vorgegeben wird mit einer Fragestellung, ob die liberale Bevölkerung mit diesem Vorhaben einverstanden ist und die Möglichkeiten darauf zu antworten. Dieses Flugblatt wird vorab an alle Fraktionsvorsitzenden versendet und nach einer Woche Rückmeldungszeit die Änderungsvorschläge eingearbeitet und das Flugblatt zur Endfreigabe noch einmal an die Fraktionsvorsitzenden ausgesendet. Erst wenn das Okay aller Fraktionsvorsitzenden vorhanden ist, wird das Flugblatt in der dann endgültigen Form an die Lipocher Bevölkerung verteilt und in der anschließenden Gemeinderatssitzung das Ergebnis präsentiert und darüber über eine weitere Vorgehensweise in puncto Sportplatz beraten. Wer damit einverstanden ist, bitte um die Zeit zustimmen. Gegenstimmen? 1, 2, 3, 4,
5, 6 Gegenstimmen. Hast du die Namen? Ja, ich glaube, Stimmenthalter gibt es den Namen. Stimmenthalter ist dann der Josef. Und die Gegenstimmen waren jetzt die Monika, die Ilse, der Simon, sorry, war Name? Joachim. Joachim, Helene. Helene, danke. Und der Heiko. Waren die Gegenstimmen. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11, der letzte Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil. Das ist eine Resolution von den Grünen. Und der Herr da, aus 10 haben wir. Entschuldigung. Tagesordnungspunkt 10, das war schon zu weit. Erweiterung. Info überhaupt. Ich habe das schon vorher gesagt, das ist dieser Fördervertrag, der uns schon seit dem Herbst vorliegt und eigentlich schon beschlossen wird. Wir werden müssen jetzt den zurückgehalten, deswegen, weil angeboten worden ist, dass die Kindergartenbeförderung nicht mehr Teil der Förderung ist. Das heißt, wir hätten dann eines der Hauptargumente, warum wir damals von der Schulbus zur Verfügungstellung auf das Bus umgestiegen sind, vor allem hinterfragt worden von der FPÖ zu Recht, sondern in dem Fall hätten wir dann verloren und wir hätten Zusatzkosten gehabt in der Höhe von dem, was uns das ursprünglich gekostet hätte. Das wäre nicht nachvollziehbar und für meine auch sehr ungerecht gewesen, weil nämlich, wenn man sich das Busmodell in der Fördervariante anschaut, kostet das Busmobil weniger, umso mehr Leute mitfahren. Gerade die Kindergartenfahrten, wo ich einen Besetzungsgrad habe von 3, 4 Kindern auf einmal, ist diese Fahrt, die weder der Gemeinde noch dem Land zusätzliche Kosten verursacht, weil sie eben voll bezahlt ist, weil dadurch das ein höherer Besetzungsgrad ist. Wir sind die Gemeinde mit dem höchsten Anteil an Kindergartenfahrten. Wir haben im Jänner 271 Kindergartenfahrten gehabt. Also das ist wirklich eine wahnsinnig gute Annahme. Und ich glaube vor allem, das war auch, glaube ich, eines der Argumente, wenn der Landesrat eine Folge hat können. Das ist die Chance, die ich die nächste Generation von Kindern dazu bewege, auf das Zweitauto, vielleicht sogar auf das Erstauto zu verzichten, weil ich von klein auf gewohnt sein, mit dem Mikro-ÖV als Verkehrsmittel und Zubringer zum nächsthöheren öffentlichen Verkehr zu leben und sich daran zu gewöhnen. Etwas, was für uns, die wir noch mit Auto aufgewachsen sind, schwer ist, wird dadurch an die nächste von kleiner von die nächste Generation herangeführt. Vorige Woche ist hier ein Anruf gekommen vom Landesrat, danke, dass Sie das akzeptieren. Das wird nicht aufgrund unserer Besprechung gewesen sein, sondern das Busprofil soll ja ausgeweitet werden auf die Bezirke der Schlanzberg und Leibnitz. Und dort, wo es halt auch die große Angst gegeben ist, der Kindergartenbus nicht möglich abzulegen, weil das System hätte sich dort nicht mitgemacht. Das ist uns auch zu Gute gekommen. Was noch nicht geklärt ist, ist leider der komplette freie Verkehr innerhalb des Ortsgebietes. Das ist mir gut aufgefallen, also bin ich noch dran, das zu regeln. Aber jetzt ist aber das Großteil möglich und wenn wir den Vertrag nicht beschließen, können wir gar keine Förderung. Deswegen finde ich gut, dass wir diesen Fördervertrag beschließen, weil sonst kriegen wir nichts. Gibt es dazu eine Frage? Stellt den Antrag der Gemeinderat über den vorliegenden Förderungsvertrag zwischen dem Land Steiermark, Abteilung 16 und der Marktgemeinde Ligo genehmigt. Wenn du so lieb bittest. Ja, Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke, ist einstimmig angenommen. Jetzt kommen wir zum Tagesordnungspunkt 11, die Resolution an die Bundesregierung von den Grünen, von der darf die EWB. Jetzt muss ich auch so lieb bitten, gell? Kann ich das überhaupt? Muss man üben. Also verstehen wir uns ganz besser. Bitte. Es geht, also es ist ein Punkt, der die Wirtschaft betrifft, aber auch Asylwerdende. Sie sollen die Möglichkeit haben, wenn sie eine Lehre in einem Mangelberuf ergriffen haben, eine Lehre angehen dürfen, dass sie diese auch fertig machen können. In Deutschland läuft das wunderbar. Ich habe euch diesen Antrag geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn weitergeschickt oder schon vorher. Ja, nein, nein, aber jetzt ist meine Frage, wieso sollte er nicht fertig werden dürfen? Ja, darf ich dazu was sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Abschiebebedingungen, das ist glaube ich das, was du meinst, sind verschärft worden, sodass zum Beispiel, wenn der es geht ja darum, dass in einem Mangelberuf jemand einen Lehrberuf beginnen darf, der quasi noch nicht den Asylstatus hat. Das heißt, der hat noch keine
Genehmigung, dass überhaupt da sein Asylverfahren betroffen wird, also in einem anderen Land das behandelt werden muss, und es ist noch nicht in Aussicht, dass das positiv beschieden wird. Das heißt, er darf den Beruf anfangen und erst irgendwann mal später entscheidet sich, ob der ein Bleiberecht bekommt, in welcher asylrechtlichen Status auch immer. Und sollte das unter der Laufzeit der Lehre passieren, dann könnte er mittendrin auch zum Beispiel abgeschoben werden, nach, in, wie es jetzt oft vorkommt, nach Kroatien, weil dort das erste Aufbruchsland war, oder überhaupt, weil die Fluchtgründe wegfallen in sein Heimatland. Diese Sache, und jetzt darf ich dann gleich anschließen, wenn ich darf, für die Meinung der ÖVP, obwohl ich einen bestimmen darf, hätte einen Sinn gehabt vor eineinhalb Jahren, auf 2015, am Hochstand der Fluchtbewegung, wo es wirklich schwer war. Im Moment, wo die Flüchtlingszahlen rückläufig sind, sind wir der Meinung, dass das einen weiteren Pull-Effekt erzeugen könnte, indem ich eben sage, wenn ich es geschafft habe, dass ich nach Österreich komme, dann brauche ich nur schauen, dass ich einen Mangelberuf an der Beruf anstrebe.